So. Hallo Freunde, ich bin heute ist Montag, uiuiui, ist es früh in der Woche, bin ich schon am Vorbereiten zum Mittwoch, weil Mittwoch ist was etwas weiter weg, da will ich hin und da muss man aber Hausmeistertätigkeit vollzogen werden. Nummer 1, Mülltonne vom Nachbarn vor sein Haus stellen. Nummer 2, meine Mülltonne vor mein Haus stellen. Ludwigsburg oder so. Und da spielen zwei Bands und eine davon will ich sehen. Die sind aus Südamerika oder so. In die Stadt. Hey, mega geiles Wetter. Wow. Ja, ey. Hab noch kurz überlegt, ob ich nicht eine Jacke anziehen soll, aber es ist echt bodensewarm. Und nur weil alle anderen jetzt im Moment eine Daunenjacke anhaben, heißt es ja noch lange nicht, dass ich auch eine anziehen will. Das erste Ticketvorverkaufsding, also Falkenhaus Touristinformation, war aufgelistet in der Liste, dass es da Tickets gibt. Die sagten mir, dürfen nur noch regional verkaufen bei der Mainpost. Und die haben nur bis 16 Uhr offen. Wie kann man ein Geschäft um 16 Uhr zu machen? Das ist so wie... Ja, ich bin jetzt verstimmt. Bin verstimmt. Aber da hier ist ein mega romantischer Sonnenuntergang über den Dächern von Würzburg. So. Alles gut, aber hier ist das absolute Chaos ausgebrochen. Meine Laune könnte nicht besser sein. Ohmstraße 19, Vorverkaufsstelle, ausgewiesene Vorverkaufsstelle, ist jetzt einfach DHL. Fuck, ey. Ich bin an so einem Sonnenschein. Was ist das für eine komische Frisur, ey? Ludwigsburg Rockfabrik, Dark Funeral und Grisham. Die Serien 4. Aber nett. Der Feierabendverkehr startet fröhlich. Ich habe mir das Maps-Ding hierher geschickt. Standort erlauben, da diesmal ausnahmsweise. Google Maps verarscht mich. Es hat ja wirklich super geklappt, Google, mit diesem Standort übertragen vom Rechner ans Telefon. Dreckscheiß, beschissene Kackscheiß. Verbindung zu Google Maps nicht möglich. Erstmal einfach A81. Geschaffen. Ich suche den Eingang. Ich bin heillos überfordert. So, ihr geht vor. Wir sind nicht von da. Erstes Parkdeck steht da. Servus. Hallo. Schön. Danke. Thank you.
Bachelor, the Bachelor, the Dude. We say kill, kill, kill Lord Jesus Christ. Scream fucking loud his name, all right? Thank you very fucking much. Love the show, Dark Salon. Thank you very fucking much.
Black Force Domain.
Wenn ich sandalig und Blut. Ich nehme dich mit. Okay, vielen Dank. Ich wollte eigentlich nach Christian sofort gehen und dachte mir, ach, ich höre mir noch ein Lied von Dark Funeral an. Echt prügeln die ganz schön krass. Und da habe ich echt die ganze Zeit so schlimm ausgesehen. Der Streitwagen. Irgendeiner hat die ganze Zeit so gerülpst und der hatte... Auf grüner Straße nach Westen Richtung Raiffeisenstraße starten. Der hat so Wurstbrot gegessen oder so und das hat echt... Ich habe ja noch Bananen dabei, weil die sind irgendwo auf dem Rücksitz. Ach, scheiße, ich habe gerade schon Yoga-Übungen gemacht. Also ihr wisst schon so, ich bin ja Yogi, aber ich habe den nicht erreicht. Und ich kann jetzt auch nicht mehr anhalten, weil ich habe schon die Reisegeschwindigkeit erreicht. Schaut mal, was ich mir gerade organisiert habe. Und zwar, ich erzähle euch jetzt mal einen Trick, wie ihr Sachen von der Rückbank beim Fahren holen könnt, wenn ihr da auch schwer oder wenn ihr da nicht rankommt. Und zwar, man tut den Sitz ganz zurück, dann geht man mit seinem linken Fuß aufs Gas und dadurch wird man viel länger und kann dann besser im zweiten Fahrgastraum suchen. Ja, das habe ich jetzt gerade gemacht, aber keine Angst, da kann nichts passieren, es war ja eh eine Baustelle. Ich fahre jetzt die A81 Richtung Würzburg. Jetzt kommt wieder so einer hinter mir. Passt mal auf. Ich fahre zwischen 140 und 160. Das geht schon die ganze Zeit so. Aber was hat es denn mit der Straße auf sich? Die hat doch ganz viele Schäden. Ist okay, ist wegen, also für Autobahn ist die relativ kurvig. Aber krass, was hier nachts noch rumfährt, weil jetzt ist ja auch schon zu Boden. Kann das mir vielleicht einer der Ortsansässigen erklären?